Heute gucken wir uns mal an, wie man mit JavaScript eigene Packages bauen kann. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um ein Thema, das den ein oder anderen wahrscheinlich schon mal beschäftigt hat, und zwar jedem, der schon mal Packages extern genutzt hat. Wie kann ich sowas eigentlich selbst bauen? Kann ich sowas selbst bauen? Macht es Sinn, sowas selbst zu bauen? Diese Fragen werden wir heute uns angucken und mal an einem ganz simplen Beispiel testen. Was heißt, wir werden ein kleines eigenes Package bauen und natürlich das Ganze ein bisschen theoretisch beleuchten, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, eigene Packages zu bauen oder eben nicht. Das Ganze, ja, werden wir heute uns angucken. Wenn ihr Fragen oder Probleme dazu habt oder euch mit anderen austauschen wollt über die ganze Thematik mit Web und sowas, ganz ohne Videobeschreibung, ein Link zu Discord, join the Community, sagt Hallo, tauscht euch mit anderen aus und ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Ihr seht hier schon das Package, was wir heute bauen werden. Ich habe es für 5 Minuten schon mal gebaut in der Version 1.0.1 und wir werden jetzt in diesem Tutorial Version 1.0.2 machen. Aber das ist relativ egal, ich wollte nur nicht mehrere Package bauen, weil man kann Packages nicht so einfach wieder löschen von NPM. Und ich werde auch nach diesem Tutorial dieses Package direkt als deprecated markieren, sodass man wirklich sagen kann, okay, das wird nicht mehr supported und es ist hier auch nicht wirklich was drin. Also wir machen hier wirklich gar nichts. Man sieht hier aber alle wichtigen Informationen, zum Beispiel, dass es zwei Versionen gibt, eine Beschreibung, Keywords gibt es hier nicht wirklich, aber wir haben hier alles Mögliche hinterlegt. Also es sieht aus wie ein normales Package, allerdings ohne wirkliche Funktionalität. Wir gehen jetzt in unseren Visual Studio Code Editor und sagen hier bei unserem NPM Package Tutorial das Ganze doch mal bitte in der Konsole öffnen. Und das erste, was wir hier machen müssen, ist uns ein neues NPM Module zu erstellen. Das machen wir mit NPM und dann init und dann minus y. Damit erstellen wir automatisiert direkt die ganze Datei und der macht nicht diese einzelnen Abfragen. Das finde ich immer ganz praktisch. Und wenn wir jetzt hier in unsere Package.json reingehen, mache ich hier oben aus dem Namen erstmal unseren Namen des Packages, was wir sowieso schon haben. Hier habe ich die Version, wir wollen jetzt eine neue Version erstellen, deswegen mache ich 1.0.2. Diese drei Versionen sollten immer wie folgt gehandelt werden. Die erste Stelle ist die sogenannte A-Stelle, das ist in dem Moment, wenn dort die Zahl sich verändert, dann erwartet man Breaking Changes, also Changes, die bestehende Anwendungen, die auf euer Package aufbauen, dazu bringen, nicht mehr zu funktionieren, wenn man sie nicht korrekt anpasst. Was heißt, damit sollte man sehr vorsichtig sein. Das hier sind Minor Changes, das ist zum Beispiel einfach die Erweiterung der Funktionalität, aber man erwartet nicht, dass irgendwas, was aktuell schon existiert, nicht mehr funktioniert. Also wenn man von Version 1.0.1 auf Version 1.0.2 geht, erwartet man immer noch, dass alles fehlerfrei funktioniert und die letzte Stelle sind eigentlich nur Bugfixes. Das ist eigentlich so das Entscheidende. Hier sollte man natürlich hier eine Beschreibung einfügen, das heißt, man sollte eine Beschreibung haben. Hier die Main beziehungsweise die Datei, das ist die Datei oder das Verzeichnis, was später in eurem Package supported wird. In unserem Fall sagen wir, das soll in einem Distribution-Ordner liegen und hier die Index.js, die werden wir gleich erstellen. Wie man sieht, hat man hier ja noch nichts. Das nächste ist eigentlich relativ uninteressant. Hier wird ein Repository hinterlegt. Hier könnte man zum Beispiel noch Keywords wie zum Beispiel Test, Tutorial einfügen. Man könnte auch noch Max Mustermann als Autor einfügen, eine Lizenz hinterlegen, wo Bugs gemeldet werden sollen. Ob es zum Beispiel eine Homepage oder eine Dokumentation und sowas gibt, kann man hier alles hinterlegen und das sollte auch bei einem richtigen Package auch definitiv im bestmöglichen Fall so ausführlich wie möglich definiert werden. Das Ganze speichern wir uns jetzt erstmal einfach ab und legen jetzt hier zwei neue Ordner an, nämlich einmal einen Source-Ordner, den kennen wir schon. Das mache ich jetzt einfach nur zur Demo wie in unserem normalen Tutorial bzw. in unserer normalen Entwicklungsumgebung. Hier außerdem noch eine zweite Folder, die nennen wir Distribution. Und hier haben wir jetzt mal als Beispiel eine neue Datei, nämlich unsere index.js. Wir gehen jetzt davon aus, wir haben die normalerweise in unserem Source-Ordner geschrieben. Dann wurden die minifiziert und gepackt und alles und dann liegt die jetzt hier wunderbar drin. Und hier haben wir eigentlich nur eine Funktion, die nennen wir Unleashed Framework. Die ist mega hilfreich, die kann richtig viel und zwar einfach nur ein Console-Log mit Test. So, das ist quasi alles, was wir hier haben. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist hier unten, ups, das wollte ich nicht, ist hier unten zu sagen, okay, wir exportieren jetzt nicht nur, also wir exportieren jetzt quasi hier unsere Funktion aus dieser Datei, sodass wir das später überall hin importieren können. Also so muss das im Prinzip funktionieren, so können wir diese Datei aus anderen Dateien aufrufen. Das Ganze war es schon, also natürlich ist die meiste Arbeit normalerweise das Framework schreiben und nicht das Framework aufsetzen. Deswegen ist das relativ überschaubar, muss man sagen, und nicht wirklich umfangreich. Und das Erste, was man jetzt macht, ist hier eingeben in die Konsole npm link.
Und das bedeutet, dass man lokal das Package mal erstellt. Ihr seht jetzt hier, okay, wir haben ein neues Package erstellt und hier wurde auch ein -log.json erstellt. Und hier unten sehen wir einen Pfad. Und zwar wurde jetzt unser Package in Node-Modules in unserem NPM-Ordner auf unserer Festplatte erstellt. Das heißt, wir haben einfach ein NPM-Module erstellt, das wir jetzt lokal verwenden können. Also ihr könntet, wenn ihr den Pfad korrekt angibt, das jetzt beispielsweise schon in ein anderes Projekt importieren, ganz normal mit NPMI und dann halt den Pfad. Aber wir wollen das jetzt natürlich auch publish machen. Wir wollen das richtig, dass die Welt das nutzen kann und wir das Ganze richtig cool irgendwo zeigen können. Und um das zu tun, müssen wir mit NPM arbeiten. Diese Seite hatte ich ja gerade schon offen und hier braucht ihr als erstes einen Account. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, die heißt npmjs.com. Kennt wahrscheinlich jeder von euch, wenn ihr euch dieses Tutorial anguckt. Macht euch da einen Account, das ist ganz wichtig. Und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr einfach unten in die Kommandozeile eingeben, npm login. Und in dem Moment kommt hier ein ganz normaler Login, da müsst ihr euch einmal mit euren Daten anmelden. Das ist Nutzername, Passwort und eine öffentliche E-Mail-Adresse. Und das habe ich bei mir schon getan, deswegen mache ich das nicht nochmal. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist npm publish eingeben. Das wird aber so nicht funktionieren, weil er standardmäßig versucht, etwas private bereitzustellen. Allerdings muss man sagen, dass private Repositories Geld kosten, beziehungsweise private Packages. Deswegen sagen wir minus minus. Und dann Access und hier Publish. Das heißt, wir wollen das öffentlich bereitstellen und das machen wir jetzt einfach. Und in dem Moment, wenn ich das eingebe, seht ihr hier, es läuft durch und ich kriege hier Enter OTP. Das heißt, ich habe natürlich, wie man das bei allem sowas machen sollte, zwei Faktor drin. Das heißt, ich muss jetzt eine Zwei-Faktor-ID eingeben aus meiner Passwort-App, beziehungsweise aus, ich weiß gar nicht, ich nutze glaube ich die Microsoft Authentificator, sodass das Ganze authentifiziert wurde, dass ich wirklich etwas bauen möchte. Und jetzt habe ich das hier released. Wir haben jetzt Version 1.0.2. Und wenn ich jetzt in unser Tool gehe und das Ganze mal mit Steuerung 5 aktualisiere, müssten wir, glaube ich, jetzt hier die neue Version sehen oder auch nicht. Ah doch, ja, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt hier Version 1.0.2. Wir haben hier published a few seconds ago, haben alles hinterlegt. Was heißt, das funktioniert wunderbar. Haben hier unsere Keywords hinterlegt und das funktioniert alles. Jetzt wollen wir es natürlich auch noch testen und dafür gehen wir hier in unser zweites Ordner. Hier sage ich wieder Open Integrated Terminal und sage hier npm init -y und in dem Moment wird das wieder alles erstellt und ich kann hier eingeben cls und einfach das, was wir gerade kopiert haben, nämlich npmi und dann den Namen unseres Packages und sage Enter und in dem Moment wird das Ganze jetzt installiert und wir sollten hier in unserer Package.json sehen, dass wir jetzt eine Dependency zu unserem eigenen Module haben. Wir haben hier Node Modules, wird unser Node Module auch korrekt aufgelistet. Wie ihr hier seht, das funktioniert alles ganz gut. Und jetzt könnten wir hier reingehen in unseren Ordner und eine neue Datei erstellen, und zwar in unserem Fall eine index.js. Und diese öffnen wir jetzt einfach mal kurz mit Quonka. Und in dem Moment kann ich hier hingehen und sagen console.log und sage hier unleashed framework, zack, möchte ich gerne ausführen. Und jetzt sehen wir aber, okay, es ist noch nicht defined. Und jetzt kommt natürlich das Coole. Und zwar sagen wir import everything unleashed framework und hier können wir jetzt sagen from unserem Modul, das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Moment gibt er hier uns undefined zurück, beziehungsweise er definiert uns hier unten, sehen wir schon korrekterweise Test. Warum macht er das hier oben noch nicht? Da oben will er es irgendwie nicht korrekt anzeigen, aber hier unten sehen wir, Test wird zurückgegeben und das hat einfach damit zu tun, dass ja unser Module, wenn wir hier mal in unseren Distribution-Ordner gehen und wir sehen es hier, dass in unserem Package quasi unsere Package.json ausgeliefert wird und natürlich unsere Index.js. Man könnte das natürlich auch auf den ganzen Distribution-Ordner legen, wenn ihr beispielsweise innerhalb eurer Index noch auf irgendwelche anderen Dateien verlinken wollt oder irgendwas, müsst ihr das natürlich auch machen. Und hier sehen wir halt, okay, hier geben wir Test aus. Was heißt, unser Package funktioniert und ihr seid jetzt in der Lage, komplett eigene Packages auf die JavaScript-Developer-Welt loszulassen. So, nachdem wir das Ganze jetzt mal prototypisch umgesetzt haben, ist es natürlich auch ganz wichtig, mal zu betrachten, welche Vor- und Nachteile gibt es eigentlich bei solchen Packages, beziehungsweise macht es Sinn. Als erstes gucken wir uns hierzu mal oder die Vorteile an für Packages, die published sind, die jeder nutzen kann. Als erstes, der größte Vorteil ist, wenn ihr ein Package baut, was wirklich erfolgreich wird, was beispielsweise sowas ist wie Faker oder sowas wie Anime.js oder irgendwas richtig Großes, was
quasi jeder zweite nutzt, dann ist es natürlich ziemlich, ziemlich gut fürs eigene Portfolio. Das heißt, wenn euer Package auf GitHub 30.000 Stars hat, tausende Leute, die da Issues schreiben, die sich daran beteiligen, das weiterzuentwickeln, und ihr seid es quasi, der das alles ins Leben gerufen hat, dann ist das natürlich ein Riesenbonus für euer Portfolio, für eure Bewerbungen und schindet teilweise richtig großen Eindruck, wenn ihr ein richtig praktisches Tool geschrieben habt. Das Ganze ist natürlich eher die Seltenheit. Es gibt aber Millionen Packages, die irgendwie 2 Downloads haben oder so, wo selbst die eigenen Entwickler es vielleicht nur in einem Projekt nutzen. Und sowas ist natürlich ziemlich traurig. Das heißt, da muss man ein bisschen gucken. Aber andere Vorteile sind beispielsweise, wenn ihr das in einem eigenen Team habt, also wirklich nur firmeninterne Packages, dass man einfach Zeit spart, dass man alles synchron hat, dass immer die neuesten Versionen von bestimmten Tools in allen Projekten sind, dass man vieles nicht doppelt schreiben muss. Die schöne Geschichte mit Do Not Repeat ist damit ziemlich leicht zu gewährleisten und man kann sich einfach eine Menge Zeit sparen und Standardisierung zwischen verschiedenen Projekten und Teams erreichen. Natürlich gibt es auch einige Nachteile und die müssen wir uns auch angucken. Der große Nachteil, den habe ich gerade schon ein bisschen erwähnt, bei Publish-Packages ist es einfach, wenn das Ding nicht gewartet wird. Wenn sich in eurem Package 48 Issues anhäufen und ihr dazu kein Statement macht, es nicht wartet, keine Updates rausbringt, dann ist das kein wirklich guter Punkt für eure Bewerbung, sondern eher ein bisschen traurig anzusehen. Dasselbe gilt, wenn man ein Package published, was irgendwie 2 Downloads hat und so ein 3-Zeiler als quasi Beschreibung des Packages. Weil wenn man euer Package mit 3 Zeilen der README-Datei beschreiben kann, dann lohnt es sich vielleicht nicht, das zu veröffentlichen. Was heißt, guckt drauf, dass ihr eine vernünftige Dokumentation habt, dass ihr vernünftige Anleitungen habt, euer Package zu nutzen, wenn es wirklich ein Tool ist, was anderen helfen könnte. Und intern ist natürlich das größte Problem bei diesen Packages, dass wenn das nicht richtig dokumentiert, nicht richtig gewartet und nicht richtig gepflegt wird, also es gibt zu wenig Tests, es gibt keine richtige Dokumentation, es gibt keinen dedizierten Verantwortlichen, der diese Packages wartet, dann kann es sein, dass die alt werden, irgendwelche Bugs sich einschleichen, und wenn das dann in 30 internen Projekten benutzt wird, dann heißt das auch, dass der Fehler in 30 internen Projekten auftaucht. Deswegen, wenn man interne Libraries oder Packages nutzt, sollte man unbedingt auch Zeit und Aufwand investieren, das Ganze zu pflegen, also dokumentieren, zu testen und regelmäßig zu updaten, sodass es immer aktuell ist und jeder es quasi gefahrlos nutzen kann. Das sind so die großen Vor- und Nachteile bei dieser ganzen Package-Geschichte. Ansonsten, war es das für diese Woche. Bis dann. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung jede Menge Social Netzwerke. Und ansonsten könnt ihr diesen Channel dort auch supporten mit Amazon Affiliate oder anderen Partnerseiten. Ansonsten, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.